und herzlich willkommen zurück zu Justin Wack and the Big Time Hack. Ja, ehrlich gesagt kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil ich die letzten Tage und ja Wochen noch nicht, aber die letzten Tage extremst viel mit meinen zwei aktuellen Let's Plays zu tun habe, auf die ich mich jetzt total gestürzt habe und wo ich irgendwie jede freie Minute aktuell drin verbringen möchte. Und zwar ist das einmal A Plague Tale und einmal Uncharted 4, was jetzt gerade aktuell parallel läuft. Ich meine mich aber zu... Was haben wir denn? Achso, einen Flammenwerfer hatten wir da geholt. Ich meine mich aber zu erinnern, dass wir... Achso, da war es doch gerade. Ein Aufgabenheft haben, genau. Also, schalte die Drohne aus. Ja, an die erinnere ich mich. Also, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, aber gerade nicht mehr daran, wo wir stehen geblieben sind, wenn ich ehrlich bin. Statte dem Jagdzimmer einen Besuch ab. Finde heraus, wie du in das geheime Labor kommst. Achso, das war wahrscheinlich hier. Moment, statte dem Jagdzimmer einen Besuch ab. Finde einen Weg, die Dinos loszuwerden. Besorge der Maus im Labyrinth etwas Schimmelkäse. Finde ein Nagetier, um dann in deine eigene Zeit zu kommen. Dem Jagdzimmer, also hier. Ist das das, was jetzt hinter uns ist hier? It says, the old robotics factory was abandoned in the year 7994. Stay out or suffer the consequences. The real QP43 told me that the current year was 8021. This place has been closed for 27 years. Okay. Was war denn bei Clute? Was hatte der denn für... Ach so, genau, der hatte noch den Käse, den wir in die andere Zeit bringen wollten. Den können wir aber nicht so einfach... Doch, den können wir schon. Ach so, ja, genau, ich kann mich wieder dran erinnern. Den können wir schon, aber den müssen wir... I can't transfer it to me. I already have it. Ah, verdammt, nein, oder? Nein, 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 nein. Ich muss den zurückgeben. Ich muss den dringend zurückgeben. I can't transfer Ach so, it to me. Nein, nicht zu mir. Ja, klar. Ach, ich bin so doof. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, wir wollten ja versuchen, den Käse, Moment, mit der Leertaste kommen an sich das angucken, ne? Den Käse rüberzukriegen. Ich gehe jetzt nochmal eben in den Park. Ich muss erstmal meine Erinnerungen hier wieder auffrischen. Der Hund war hier. Die Erde war offen. Den Käse konnten wir da nicht reinlegen, oder wie war das? I would probably need some kind of receptacle for it not to get all dirty. Ein Gefäß, damit das Ganze nicht dreckig wird. Haben wir. Aber nicht. Hat Justin auch nicht, oder? Die Hundekotbeutel, weiß ich jetzt nicht. Ja doch, die kann ich theoretisch rübergeben. Käseglocke, weiß ich nicht. Oh ja doch, die geht. Moment, dann probieren wir das direkt mal aus. Nice. Ah, Moment. Okay. Die Frage ist nur, brauche ich die Hunde? Ach so, Moment. Er hat die Hundekotbeutel aber hier bekommen, ne? Das heißt, ich kann die eigentlich dem Justin auch wieder zurückgeben. Ich weiß ja immer noch nicht, wofür wir die brauchen. So, jetzt ist aber das nächste Problem, dass wir die, glaube ich, noch nicht ausgraben konnten, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Da war auch noch was mit dem Sparbuch, genau. Der Geldautomat erinnert mich dran. Das mit der Drohne hier, die müssen wir ausschalten. That soil looks too barren for anything to grow. Ja, ich will ja auch nicht... Ich will eigentlich da graben. Okay, let's see if there's something down there. Äh? Eine lange Grabung später. I found some kind of tray down there with something super funky inside of it. Mit etwas super seltsamem drin. Seit wann ist Käse denn super seltsam, bitte? Kann man das angucken mit der Let rechten? Me open this thing up. Also. Yuck! That cheese smells horrible. Ja.
A cube of really moldy cheese. Das heißt aber, weil die haben doch da irgendwie von dem schimmeligen Käse gesprochen oder sowas, dass wir die Maus oder was, eine Ratte, ich bin mir nicht sicher, holen können. Ja, ich bin mir jetzt hier auch nicht sicher gewesen. Ich dachte, wir könnten jetzt hier nicht graben, aber offenbar schon. Allerdings müssen wir die Drohne ausschalten, um von ihm, glaube ich, Blumen zu kaufen oder so. Die Frage ist, Bambus stecken. Haarspray, wir haben auch kein Feuerzeug, oder? Moment, Blasebalg, hat der nicht... That vegan dino said this thing makes a really loud noise. There's no way I can use this myself, though. I don't have the lungs for it. Habe ich das schon mal ausprobiert, die zu kombinieren? Let's not combine those. Okay, geht nicht. Okay, da ist nichts anderes mehr. Das war das Namensschild. It says Special Agent QP43. Mundstück. Kann man das vielleicht kombinieren mit dem? There's no way I have the lungs to blow this thing. With or without the mouthpiece. Ja, ist ja okay. Okay. Very menacing. Sehr bedrohlich. Mehr sagt er dazu nicht. Isn't much of a disguise, really. Nee, ne? Finde ich auch. Okay, die Frage ist jetzt... Ach so, Moment, wir müssen ja noch die Sache mit der Maus machen. Aber die Sache mit dem Sparbuch ist halt immer noch nicht... War das jetzt in ihr Krankenhaus? Da muss ich hier rein, ne? Labore. So, wie ging das nochmal? Treppen hoch, da drüber. Einmal im Ansaugmodus. Ich glaube, die war auf der linken Seite, wenn ich mich nicht irre. Ja, das sieht gut aus. So, mal gucken. Come here, little one. Oh. Gotcha. Ist das eine Süße. Eine Maus war es, ja. Ja, ja. Ich meine, selbst Ratten sind auch süß, davon mal abgesehen. Jetzt ist zum einen die Frage, kann ich die Maus benutzen? Ich weiß nicht, ob das Ding... Da war nur hier das, ne? Ich weiß nicht mal genau, ob und wenn ja, wie wir... Ja, wir müssen ja eigentlich zu unserer Maschine wiederkommen. Da kommen wir rein. Aufzugsplattform. Ach, das war die Maschine. Okay. So, theoretischerweise müssten wir die Maus ja jetzt im Hamsterrad benutzen können. Okay, let's go home. Und nach Hause kommen. I'm back in the past. So, if a mouse takes me too far into the past and a rabbit takes me too far into the future, I guess something in between a mouse and a rabbit should take me home. Das hast du fabelhaft kombiniert, Justin. Du musst nicht mehr hin und her laufen. Ab jetzt kannst du einfach auf ein Nagetier in deinem Inventar klicken, um zu reisen. Ah! Danke, Daela. Okay. Dann ist jetzt allerdings die Frage, ich habe jetzt die Nagetiere noch hier drin. Nee, ich habe nur, doch, ich habe beide noch hier drin. Dann ist jetzt die Frage, muss ich das noch machen? Theoretischerweise wäre es ja logisch, weil wir die Sache natürlich mit dem Sparbuch jetzt auch noch nicht beendet haben. Und wir haben den Raumanzug übrigens noch nicht repariert, fällt mir gerade ein. Ja, das heißt, dass das wegfällt. Finde einen Weg, die Dinos loszuwerden. Ja, das ist jetzt so die Frage. Finde heraus, wie du in das geheime Labor kommst. Da weiß ich jetzt nicht genau, was die meinen. Wahrscheinlich meinen die das, wo ich eben ganz am Anfang davor gestanden habe, dass das das geheime Labor ist.
Die Drohne, genau, die müssen wir auch noch ausschalten. Und dem Jagdzimmer einen Besuch abstatten. Die Frage ist, kann ich da jetzt schon rein? Inzwischen. Okay, according to my calculations, it shouldn't be long now until the Great Asteroid Show. Hey, Osric, you'd better open up the mountain for public access. Okay, I'll take down the roadblock, boss. But I'm not touching that dodo. That thing is scary. Okay, let's have a look at today's patient list. Huh? Justin, a cavey who seems to have learned to speak dinosaur. Make sure he hasn't learned too much about you-know-what. A talking cavey? That's preposterous. But I guess I'd better have a look at this. Justin? I'm ready to see you now, Justin. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ich weiß nicht. Da ist das Labor. Rechts ging es, glaube ich. Doch, Moment, da war ein Weg. Doch, das genau, das suche ich. Das heißt, theoretisch, ja, theoretisch können wir jetzt in den Berg rein. Praktisch allerdings nicht. Ay, caramba! I guess it's protecting those eggs. Kann man sich angucken? Darf ich die einfach mal angucken? Ay, caramba! Ach so, die Eier kann man auch nehmen. That is one angry looking bird. Also, ich habe eine Theorie. Könnten wir das Muschelhorn vielleicht verwenden oder verwenden lassen wahrscheinlich, weil wir es ja selber nicht können, hat er schon gesagt, um den Dodo zu verjagen? Oder wir müssen versuchen, mit dem Muschelhorn tatsächlich die Dinosaurier zu verjagen? Ich bin mir nicht sicher. Nah, I'd better hang on to it. Naja, die werden da auch nicht genug Luft für haben, denke ich mal. Okay. Frage ist, kann ich jetzt... Ah, Moment, das ist offen. Ich denke, das ist eine Jagdhütte. Looks very secure. Ach du Scheiße. Hey, get away from that door. No cavies allowed. Sorry, just checking that everything looks safe. There's got to be another way in. Okay. Schauen wir mal Zeitschriften. An old issue of Standing Stone magazine. I guess waiting room magazines were never not out of date. Die kann man auch nicht benutzen. Sorry, I just don't... Entschuldigung, ich habe zu schnell gedrückt. Stuff. Das ist wahrscheinlich rausgehen. Just shelf stuff? I bet it could be used for grinding stuff. Ay, caramba! That's a big one! Ay, caramba! Best not to get too close, especially considering my cat allergy. Katzenhaarallergie, natürlich! Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir mit dem Kerl jetzt hier sprechen sollen, aber ich schätze, das brauchen wir wahrscheinlich, um weiterzukommen. Hi, I'm Justin. The speaking cavey, yes? That's me. Monkey see, monkey do, yes? Something like that.
So, are you some kind of healer? I am not some kind of a healer, no. I am the illustrious M.D. Abraxas. I am the healer. Oh, sorry. I shall give you my diagnosis now. Oh, that was quick. Uh-oh. You may have learned to speak dinosaur, but as a side effect, it seems you have gone blind. Oh? Well, clearly you must be blind, not to understand that I am indeed a healer when there are sick patients waiting in line for a guy dressed in scrubs. Huh. Right. But I suppose that could all be down to the size of your brain, yes? I suppose so. Yes, I can see we have nothing to fear from you, little Cavey. That's an odd thing to say. Well, I imagine a great deal of things must seem odd to such a small brain. Was ist mit dem Zimmer nebenan? Ja, das würde mich jetzt interessieren. What's with the room next door? You stay away from that door, you hear me? That's my private hunting lodge. No Cavies allowed. Könntest du vielleicht meine Katzenhaarallergie heilen? Could you perhaps cure my cat allergy? I get headaches. My nose starts running and my cheeks get all rosy. Cat allergy, huh? There's a brew for that. Really? Oh, don't tell me. It needs a few ingredients though, right? It does. Three to be specific, and you just happen to be out of all three at the moment, yes? No, actually. Oh? The brew for curing cat allergy consists of 103 ingredients, if you must know. 100 of which I happen to have lying around. Okay, just tell me the missing ingredients, Abraxas. So first of all, I'm going to need a sample of fur from the type of animal you're allergic to. Ah, that actually makes sense. Then I'm going to need some hot chamomile tea to mix up the brew. That makes a lot less sense. But go on. And of course, the final ingredient is... Yes? A touch of space dust. Ah, I see. Just a touch of space dust. Nothing else? Nope. That should do it. Okay, ich kombiniere jetzt mal messerscharf. Vielleicht sollen wir uns den holen. Entweder liegt der irgendwo rum oder sowas. Oder beim Alien oder was weiß ich. Oder wir sollen den holen, wenn wir endlich den Raumanzug repariert haben. Hast du als Jäger irgendwelche Tipps, wie man den Dodo erlegt? Genau. As a hunter, do you have any tips on taking down that Dodo? Oh, that thing is too vicious a beast even for me. You've got to be really sly to knock that thing out the box. A dino's got to know his limitations. I know it's easily spooked by loud noises, though. Makes it stick its head down that empty hole. I remember it being really scared of the loud roar of a bear that I once defeated. I keep the bearskin rug in my hunting lodge. Den Bärenfellteppich, okay. Also entweder müssen wir den holen, aber das laute Geräusch, ich kann mir nur vorstellen, dass wir das mit diesem Ding machen sollen, mit diesen... Nun, ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Abraxas. Well, I shan't take up any more of your time, Abraxas. Hm. Okay. Ja, schauen wir mal. In einer anderen Zeitperiode. Wow, one heck of an episode. Well, better get back to working on the Invertitron. Got to have it operational in time for the Patriarch's visit. Wait, did I remember to log off? Meh, it'll log off automatically soon enough. Look at me, as dangerous and suave as Agent Ruthless himself. Okay,
Also, ich würde gerne noch mal durch das Fenster kurz gucken. I would need something really strong to bend those bars. Ja, das können wir vielleicht machen. Hmm. I guess technically it's impossible to do anything illegal here. Okay, Moment. Das sollen wir. That's one big mouth. Nicht mitnehmen, so wie es aussieht, oder? Bärenteppich? Yep, he's a big one. Oh, the things I choose to carry around. Ja, ne? Dicosaurus-Eingeweide. Slinkosaurus-Eingeweide. Oh, ernsthaft? I really don't like the vibe in this room. Nee, mir auch nicht. Die anderen Sachen haben wir ja, glaube ich, schon angeguckt, soweit ich mich, also durchgelesen. Soweit ich mich erinnere. Da gehen wir mal wieder raus. Okay, die Frage ist jetzt nur. A short pair of elastic dino intestines. Very thick. Also, yuck. Hm. A long cord of elastic dino intestines. Very slinky. Also, yuck. Ja, definitiv. Müssen wir da wieder hingehen, ne? Was ich jetzt allerdings machen wollte, genau, durch diesen Einspieler. Ich muss mit dem Kaninchen, verwende das Kaninchen. Dann komme ich hier raus. Ach so, ja klar, weil der hier ist. Dann gucken wir mal eben, weil der hat das ja jetzt alleine gelassen. Ob und wenn ja, was wir da machen können. So, Monitor. Downloads, Dienstprogramme. Downloads. Spiele, Filme, CD. Dienstprogramme. Konsolenanwendung 1x. Welcome to Drone Manager Pro. Please select command. Ach so, Drohne. Ach. Beende Drohnenman. Nee, dann gehe ich ja wieder raus. Welcome to Drone Manager Pro. Please select command. Nach Drohnenfirmware abgezogen. Please hold while checking firmware version of all active drones. Drone firmware update found. Version 0.5.2. Ja, aktualisieren. Are you sure you wish to update the firmware of all active drones to the latest version? Ja. Please hold while updating all active drones to the latest firmware. Version 0.5.2. Ja, ich hab's gehofft. Wireless update failed. Error message. Guru meditation 0000004.0000AACO. Wir beenden das mal. Und eigentlich würde ich hier gerne rausgehen, Terminal verlassen, so. Ich weiß nicht, das war der Herr, der sich hier eingeloggt hatte. So, Dankeschön und auf Wiedersehen. Jetzt muss ich nur gerade mal überlegen. Hier rechts, ne? Genau. Die Sache... War das so kaputt? Ach so, die ist wahrscheinlich... My flower-pushing friend. So it seems. So, what kind of floral bliss are you looking for? Roses, tulips, daisies, posies. I've got all your cravings covered. Hm. Hättest du Löwenzahn da? Hast du ein Insektenschutzmittel im Angebot? You got any insect repellent in there? Sorry, I can never keep them in stock. I have this customer who buys every can as soon as I get my hands on one. Mhm.
Okay, später, Kumpel. Löwenzahn? You got any dandelions in there? Sorry, I don't deal in weed, friend. Veilchen? You got any violets in there? Ah, down with the violet fever, huh? Sorry, all out since yesterday. I can't keep them in stock. They're so popular. Kamille? You got any chamomile in there? Oh, you want the hard stuff? I might just have some chamomile, but that stuff doesn't come cheap, you know. But I'll trade you some if you've got something exotic for me. Eine Sonnenblume? Wanna trade this sunflower for some chamomile? Whoa, you've got sunflower? I thought those all disappeared with the old world. You've got yourself a deal, friend. Okay. Later, dude. Later. Ich hab zwar keine Ahnung, was wir mit der Kamillenblüte anfangen sollen. That soothing chamomile smell. Aber gut, ich meine, Hauptsache, wir haben sie jetzt schon mal. Ja, und mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir hier dann auch mal erst einen kleinen Cut machen, dass wir dann die Folge hier erstmal beenden und dass wir den Rest, ich denke mal, wahrscheinlich mit Claude werden wir dann nochmal so ein bisschen in der Gegend rumlaufen, weil mir fällt da jetzt so spontan auch nichts ein, was ich jetzt hier, obwohl, Moment, Kamillenblüte, war das einer der Zutaten? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir könnten das aber, bevor ich mich jetzt verabschiede, noch mal kurz nachgucken. Doch, eine Tasse heißer Kamillentee. Aha, etwas Katzenfell. Ja gut, da muss Claude uns dann helfen. Und ein Hauch Weltraumstaub. Da müssten wir dann mal gucken, wie wir das machen. Also den Kamillentee. Ah, Moment. Ich glaube... Moment, das muss ich jetzt noch mal eben, bevor ich jetzt rausgehe, noch mal eben machen, beziehungsweise probieren. Nah, I'd better keep it. Okay, möchte er nicht. Kann ich denn... Ach so, nee, das ist doch Blödsinn, Moment. Aber er kann theoretisch... Dunkelbier? Theoretisch könnte ich die Kaffeetasse nehmen und den heiß ihm geben... So, und dann mit der Maus wieder zurück. Das muss ich noch eben ausprobieren. Es tut mir leid, aber das muss ich noch kurz ausprobieren, sonst vergesse ich das nachher noch. Wir hatten doch hier irgendwas. Ah, das war, glaube ich, nicht heiß, oder? There's cold water in the pot. Kaltes Wasser, ja. Ja, ja. Und wir haben im Moment auch noch nichts, wo wir jetzt sagen können, obwohl, ne, wir haben den Flammenwerfer. I don't think I should set the pot itself on fire. Ja, aber ich kann den doch nicht hier unten benutzen. Okay, let's light this sucker up. Hm, I think that coal needs some lighter fluid. Brandbeschleuniger, der, das hat er schon mal gesagt. Haarspray mit Kohle. Nice. That coal is shiny with super flammable hairspray. War jetzt eigentlich nur ein Versuch, aber wenn das funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich das Haarspray so davor, davor halten wir vielleicht. The coal is kind of hot, but it still needs something to spread the heat into a nice glow. Ah, deswegen haben wir doch bestimmt den Blasebalg, oder? Well, well. Look at me Power making up fires like it ain't fire. No thing. I'm learning a lot here. Ich lerne hier eine Menge, genau. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir da... I'm not sure I'm interested in carrying around a hot cup of water. Doch, willst du? Oder müssen wir die direkt I da reinwerfen? I don't think you can make tea out of the whole flower. Warum nicht? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. I'm not sure I'm interested in carrying around a hot cup of water. Hm. Oder muss ich das jetzt vorher ausleeren? Das kann Claude aber, glaube ich, nur machen, ne?
Oder? Nee, Moment, ich kann das. Moment, im Labor. Im Labor nicht. Doch, in dem einen Labor. Da konnte ich das doch wechseln auf Wasser. Es tut mir jetzt leid, dass die Folge jetzt doch noch länger wird. Ich hätte es in der nächsten Folge machen sollen. Ich hab's gewusst. Ich weiß, dass ich es hinbekommen hatte. Tropfendes Wasser. One water coming right up. I just don't see them together. Ach, Mann, du bist so ein Idiot. Also irgendwas ist da auf jeden Fall. Auch wenn wir das jetzt vielleicht oder wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht hinkriegen werden. In dieser Folge. Irgendwas ist da mit dem Wasser. So, nochmal gucken. I'm not sure I'm interested in carrying around a hot cup of water. Aber Kaffee ist okay, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Da müssten wir dann wirklich mal in Ruhe nachschauen. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und ich will es halt nicht zu sehr überziehen. Also, wie gesagt, das müssen wir auf jeden Fall auch noch herausfinden, wie wir das mit dem Tee machen sollen, weil wir sollen ja wirklich eine heiße Tasse Tee, glaube ich, also Kamelentee besorgen. Ja, eine Tasse heißer Kamelentee. Steht aber auch extra Tasse und nicht ein Glas, weil ein Glas hätten wir ja theoretischerweise auch noch. Katzenfell machen wir auf jeden Fall mit Klot. Weltraumstaub müssen wir erstmal zurückstellen. Möglichkeit, den Dojo auszuschalten. Können wir mal in der nächsten Folge gucken, ob wir vielleicht mit der Frau nochmal reden können hier. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so stehen für die heutige Folge und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.